geht ja super los. Ich wollte das erste Mal hier drin staubsaugen in der Hütte und zweimal das Ding angemacht und gesäubert und dann bla platsch, hat es gar nichts mehr gesagt. Ne, der Temperaturschalter scheint da auch irgendwie nicht drin zu sein. Deshalb habe ich es kalt werden lassen und habe es dann nochmal probiert und es ging auch nicht. Ja, also Ansteuerung kaputt. Und da ist mir der Tom Strangmann durch den Kopf gegangen. Grüß dich, Tom. Ja, der hat mir dann nämlich mal erzählt, dass ihm das auch mal passiert ist. Und da hat er seinen Staubsauger einfach auseinandergenommen, hat die Drähte rausgesucht, die in den Motor reingehen. Das sind jetzt hier die. Ne? Hat den Rest einfach von der Platine weggeschnitten hier. Und ist damit direkt an seine Batterien gegangen. Hat gemeint, mit 48 Volt läuft das Ding einwandfrei. Und ich habe es jetzt erstmal mit 36 Volt hinbekommen. Naja, ist noch nicht volle Leistung. Mit 48 Volt dürfte es dann noch etwas stärker werden. Ja, und ja, es sind ja Universalmotoren eingebaut. Und ich glaube, wenn man sich über die informiert, kommt dabei raus, dass die im Gleichstrombetrieb sowieso effizienter sind. Irgendwie. Okay. Ja, ich tue dann mal die Stromaufnahme messen und die Saugleistung so mal ein bisschen vergleichen. An die 1500 Watt, die original drauf ausgewiesen sind, möchte ich definitiv nicht rankommen. Ne, jetzt, dann habe ich so einen neuen EU-Staubsauger, der weniger als 750 Watt zieht oder keine Ahnung, wie viel die ziehen sollen. Ja, vielleicht machen die das dann auch so. Einfach Gleichstrom drauf und effizienter ist es. Okay, bis bald.